bin Ella vom Kanal Ella the Bee und für eure Halloween-Party habe ich heute was super Einfaches, was aber sehr, sehr lecker ist und ziemlich cool aussieht, nämlich Schokogräber. Für unser Schokograb brauchen wir Schokoladenpudding. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Dann haben wir Schokokekse. Ich habe hier Schokokekse mit Cremefüllung. Dann ein paar Cracker. Cracker? Klingt so nach. Na los! Willst du Cracker? Andere Kekse, die einfach hell sind. Und wir brauchen ein Glas. Achso, und Lebensmittelfarbe. Los geht's damit, dass wir den Schokopudding in unser Glas einfüllen. Dafür mache ich erstmal so ein bisschen die Haut beiseite. Der kommt jetzt in unser Glas. Oh, das sieht sexy aus. Ah, Herrgott, das ist ein Grab, das muss nicht hübsch sein. Ein bisschen glatt machen. Damit hätten wir schon mal die schlabberige Erde. Und jetzt kommt oben drüber richtige Erde. Und die machen wir ganz einfach mit unseren Schokokeksen mit Cremefüllung. Dafür teile ich mir die und mache die Cremefüllung ein bisschen ab. Das Blöde ist, dass dann so viel Cremefüllung übrig bleibt. Keine Ahnung, was man damit anstellen konnte. Vielleicht habt ihr eine Idee. Und dann machen wir die Schokokekse ein bisschen klein. Feiert ihr eigentlich Halloween dieses Jahr? Also ich auf jeden Fall, ich liebe Halloween. Wisst ihr, wenn ihr feiern wollt, schon als was ihr gehen wollt? Ich habe mich nämlich noch nicht so ganz entschieden, aber vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, was richtig cool ist. Oder vielleicht habt ihr sogar auch einen Tipp für mich, was man Leckeres bei so einer Halloween-Party kochen könnte. Das könnt ihr mir gerne bitte mal in die Kommentare schreiben. Und jetzt kommt unsere Erde hier rauf und ich versuche das mit den Fingern noch ein bisschen kleiner zu machen. Und brösel das da schön rauf. Geil, Sauerei. Boah, ich und Gartenarbeit, bei mir verreckt immer alles. Wir machen ja jetzt hier die Variante mit einem großen Jar. Das kann man natürlich auch in kleineren Varianten machen, wenn man das mundgerechter haben will. Aber ich finde das sehr schön, wenn man das auf so ein Halloween-Buffet raufstellt. Ich habe jetzt auch noch mal so einen kleinen gemacht, damit ihr seht, wie das aussieht. Und jetzt brauchen wir noch unseren Grabstein. Und dann nehme ich für das Große auf jeden Fall so einen Plattenkeks. Und da kommt mit Lebensmittelfarbe, ganz klassisch, Rest in Peace drauf. Für das kleine Glas finde ich die großen ein bisschen zu groß, deswegen habe ich hier noch einen Keksfuß und da schreibe ich das gleiche drauf. Und ihr werdet euch gedacht haben, der Keks ist unser kleiner Grabstein. Der kommt hier eigentlich nur noch rein. Tada! Ich habe jetzt auf die Gräber noch so ein paar Blumen raufgestreut und so ein bisschen Erde drüber gegeben, damit es gut aussieht. Ihr könnt hier in den Pudding natürlich auch noch so Gummibärchenschlangen reinrühren. Da sieht das, glaube ich, im Glas auch nochmal ganz cool aus. Wenn ihr noch mehr Snack-Ideen braucht, dann guckt mal hier. Da findet ihr gruselige Mumien. Und hier gibt es blutige Frankenstein-Köpfe. Wenn ihr euch traut, klickt drauf. Ansonsten gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss!